Nachdem wir von Gewaltro auf die Fresse bekommen haben, machen wir direkt weiter gegen einen Gardevoir und jetzt müssen wieder Siege her. Das kann es nicht sein, dass ich jetzt mittlerweile hier in jedem Durchgang mindestens einmal verliere. Das kann nicht mehr angehen. Wir hatten die ganze Liga über bis jetzt zur Chroma-Liga nur eine einzige Niederlage und jetzt haben wir schon zwei in dieser Vorrunde. Das kann so nicht sein. Oder gleich gegen so Pokémon wie Gewaltro, die nichts können außer Konter. Wenn es jetzt ein Knackkrack oder was gewesen wäre, hätte ich ja noch gesagt, okay. Oder Maschomai mit seinem Mega-Schaden oder so. Aber ein Gewaltro, komm schon. Da kommt er einmal in der ganzen Liga vor und dann macht er mich kalt. Okay, jetzt haben wir einen Gardevoir vor uns. Müssen Siege her. Ja, es müssen Siege her, sagt er und ließ sich direkt von so einem Hyperding treffen. Komm jetzt her. Okay, mit dem Flammenkick schön auf die andere Seite des Feldes befördern, packen. Schön. Und Kick. Wunderbar. Wir werden aber demnächst auch mal meine Helfer überarbeiten. Und schön mit der Flammensäule und damit haben wir es. So leicht kann man den Kampf gewinnen normalerweise. Victini. Der hat ihre Limitanzeige aber schon voll, deswegen aktiviere ich dafür meinen Victini. Kriege zum einen einen kleinen Resonanzschub und zum anderen sind alle meine Angriffe kritisch. Deswegen ich hier ordentlich Schaden machen kann, wie man hier sieht. Naja, der war dumm, der war noch dümmer, der war grenzenlos dämlich. Komm her. Lass mich nicht nochmal von jemandem mit dir besiegen. Aber die lässt mich nicht mal mehr aufstehen gerade. Hast du aber Pech gehabt, meine liebe Lady. Stopp. Das durchdringt sämtliche Schilde und fetzt sie einfach nur weg. So macht man das. Ja, Logok ist auch schon ganz heiß auf die Siege nach der letzten Niederlage. 4,5 Sterne, läuft. Stufenaufstieg läuft auch. Oh, der Angriff auf 26 hoch. Flammendes Feuer, cool. Meinst du die Buna, aber wir werden wieder nicht viel aufsteigen durch diese Niederlage. Das kostet immer gleich direkt 4-5 Plätze, die man aufsteigen würde. Ich weiß genau, wie das gerechnet wird, aber es ist auf jeden Fall scheiße. Es ist große Scheiße. Wieder ein Tempotyp. Der letzte Tempotyp hat uns gekillt. Clanter, da muss ich ja direkt an Chucky denken. Clan und Clanter. Was? Komm her. Weg mit dir. Jetzt nicht noch gegen Sibuna verlieren, Alter. Ersten Dings und jetzt Sibuna. Das wäre natürlich das Bitterste, was sein kann. Aber der hat jetzt schon sein Limit voll, was ein großes Problem darstellt. Ich nichts machen kann dagegen. Ja, vor allem nicht, wenn er mich damit trifft. Wir haben wieder eine Runde verloren. Das gibt es nicht. Sieh mir Strago an. Töte direkt, töte, töte, töte einfach. Töte dieses Pokémon. Da halt gerne mein Limit-Dings aufheben, aber ich merke jetzt schon, dass das eigentlich keinen Sinn hat, weil der fast schon wieder seine Anzeige da voll hat. Wollte gerade sagen, wo kommt der runtergeflogen? Komm, ohne Limit. Ich will das ohne Limit schaffen. Schön, sehr schön, damit habe ich mein Limit fürs nächste Mal und wir können ihn fertig machen. Müsste ich auch Victini haben. Ja, habe ich. Sehr schön. Okay. Alles kritisch und dann Limitschlag. So, aber wir hauen direkt schon mal hier von hinten drauf. Das haut ja schon mal gut Schaden rein. So, Victini rein. So, wird das Ganze hier ausgleichen. Er hat mein Limit geschwächt. Was? Er hat mein Limit geschwächt. Ach du Scheiße. Verdammter Bastard. Wenn du mich jetzt killst, Alter, wenn du mich jetzt killst. Das darf nicht wahr sein.
Kriege ich jetzt bitte mein Limit? Kriege ich bitte mein Limit? Kriege ich bitte mein beschissenes Limit? Danke schön. Damit müsste ich eigentlich stärker sein. Okay, komm. Nein, nein! Nein, das darf nicht sein. Nur weil der voll mein Limit. Ich lebe noch, ich lebe noch. Jetzt triff, 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 triff. Nein! Das darf nicht wahr sein. Das Scheiße. Weil der mein Limit gesenkt hat. Alter, ich fasse es nicht. Hätte ich es nur direkt eingesetzt. Und damit die nächste Niederlage, Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Es wird 30 Parts dauern, bis wir oben kommen, wenn wir so weiterspielen. Was mache ich denn so falsch? Ja, lächerlich. 5 Plätze werde ich aufsteigen. Ja, 5 Plätze. Sage ich nicht, 5 Plätze werde ich aufsteigen. 5 Plätze bin ich aufgestiegen. Also wenn wir so weiter mal um 5 Plätze aufsteigen, dann können wir das Ganze hier noch über 10 Mal machen. Oh, es sieht nicht besser aus. Es sieht nicht besser aus, wenn ich mir das so ansehe, wieder Nogok alles dabei. Fünf Niederlagen, 4 davon in einem so beschissenen Vorrundending ins Kirschen. Das war also aus lächerlichen Gründen. Der eine war ja die ganze Zeit nur blockt, der andere war ja meine Limit-Ding ins Kirschen senkt. Komm her jetzt, gerade wo ja, nervt mich nicht. Ich krieg hier komplett auf die Fresse. Ich krieg hier so auf die Fresse wie noch nie zuvor. Ja. Trifft mich direkt. Victini. Direkt einsetzen, wir haben gar keine andere Wahl. Ohne die kritischen Treffer habe ich keine Chance. Aber habe ich auch so nicht, wie es aussieht. Komm her. Nee, nee, nee. Ich werde hier schon wieder umhergeschleudert, wie weiß der Teufel. Ich komme nicht mal mehr dazu, meinen Schlag einzusetzen. Geil. Doch, komme ich noch. Immerhin das. Aber die wird mich mit ihrem Dings auch treffen und dann ist vorbei. Ja. Ist mal mein Tempo gestiegen, aber ich werde es nicht mehr schaffen, oder? Doch, ich habe sie gerade von hinten. Oh, Gott sei Dank. Okay, Ausgleich. Aber wir haben es nicht gewonnen. Wir haben es nicht gewonnen. Noch lange nicht. Oh, direkt drauf, Dragoan. Direkt drauf. Mann. Wo ist das Dragoan hin? Wo ist das Dragoan hin? Ich werde hier nur noch verarscht. Mein Helfer ist einfach verschwunden. Okay, dann spielt er halt nicht mit. Spiel ich halt ohne Helfer. Wo in drei Teufelsnamen ist das Dragoan hin? War einfach weg. Jesus Christ, Alter. Nee, also wenn die Liga hier durch ist, dann... Nee, also... Was hier abgeht, ist nicht normal. Heieiei, und jetzt kommt Rest of Pikachu. Wieder die beiden. Ich sollte eventuell demnächst noch mal wieder mein Team durchwechseln. Meine Helfer. Wo
Und Telluria allerdings im Sommer, nicht im Herbst. Mit dem Dragoran. Der kann auch extrem gefährlich sein hier. Immer aufgrund seiner Geschwindigkeit, der hopst hin und her wie so ein... Weiß ich nicht. Aber ich habe ihn gerade mit einer schönen Kombo. Hatte ihn. Sehr schön. Das muss ja irgendwann mal wieder laufen. Direkt Victini einsetzen, gar keine Gnade. Ich nehme hier absolut jeden Gegner ernst. Nicht lange mit dem Spiel, nicht lange mit dem Spiel. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Gar nicht lange rumfackeln. Töten, einfach töten. Ohne Rücksicht auf Verlust. Draufzimmern. Okay. Es geht doch. Dann haben wir Scaraborn. So, schön, schön, schön. Und wieder Glücksbus, den kriegen wir zwei da öfter. Kampf ist hier hellblau, okay. Und weiter geht's mit Rutena. Gemütsmensch. Das ist jetzt unser 100. Kampf im Übrigen. Wir schalten doch bestimmt auch wieder irgendwas frei, irgendwelche Ausrüstung oder sowas. So, jetzt haben wir halt hier schon das Problem, dass sie direkt mit ihren Fernangriffen auf mich losgeht und das sogar noch trifft. Ich glaube nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin dem aber gut ausgewichen und dann kriege ich aufs Maul. Ja, komm her hin. Schweig! Der war jetzt stylisch. Oh ja, schön, schön abgezogen. Okay, Dragoran. Sie übrigens jetzt, dass es im Hintergrund zum Text werden soll aus Schnee. Wo ist mein verschissenes Pokémon hin? Was ist das denn? Warum verschwindet es denn immer automatisch, wenn der Gegner irgendwas macht? Ich muss doch trotzdem normal weitermachen. Scheißegal, ob der Gegner jetzt angreift oder nicht, deswegen kannst du nicht mehr helfen, Pokémon verschwinden. Was ist das denn? Komm. Fackeln wir nicht lang rum. Töten wir jetzt einfach. Einfach töten. Also wo das Dragoran immerhin verschwindet, das ist mir irgendwie... So ein cheesy extra bei jedem Magus Menü oder wo verschwindet das Dragoran jedes Mal hin? Ist ja lächerlich. Dragoran kommt, will angreifen. Oh ne, der Gegner ist ja da, da gehe ich mal eben. Ist es weg? Schon das dritte Mal los, es ist einfach verschwindet. Ja, kein Bock anzugreifen, der Gegner macht ja auch gerade was. Tschüss. Überholsieg. Und ein Snibuna. Wir erinnern uns an das letzte Snibuna. Und das letzte beschissene Snibuna. Ist nicht sogar dieselbe. Okay, komm her. Jetzt gar nicht rumspielen mit dem Vieh. Gar nicht rumspielen. Drauf, drauf mit allem, was wir haben. Flammenblitz und sonstige Höllendinger einfach drauf. Alles, was irgendwie Schaden hat, da hat schon wieder mein Limit geschwächt. Ich glaube es nicht. So, jetzt fackeln wir nicht lange mit dem rum. Was? Ich habe ihn gegriffen und er greift mich, okay. Schon klar. Ja, ganz klar. Ich habe dich eigentlich vorhin gegriffen gehabt, aber das scheint ja das Spiel nicht zu interessieren.
So, Konter. Schön. Victini. Der hat jetzt schon wieder sein Ding ins Kirschen voll, das ist nicht normal. So, jetzt ist er selbe Scheiße wie vorhin. Jetzt wird er gleich wieder meins denken, bevor ich es voll habe. So, jetzt habe ich auch die maximale Resonanz meine Lieder. Und das hat sogar dein Limitschlag abgebrochen, jetzt kriegst du richtig. Zeige ich dir mein Mega-Pokémon, Alter. Komm her. Du hast dein blödes Schild vergessen. So, mit vollem Leben. Getötet. Wunderbar. So geht das. So kämpft man gegen Sibuna. Und wieder 4,5 Sterne. Puh, Leute. So, Logok noch. Komm, jetzt bitte lass mich gewinnen, damit wir wieder 5 Siege haben. Das ist echt bärmlich. Ich habe halt im Grunde genommen nie in der ersten Runde meinen Helfer, weil beide lange brauchen zum Aufladen und ich die meistens dann nutzen kann, wenn die Fähigkeit von Nina hält. Das ist motivieren oder wie sie es nennt. Okay, aber hier ist halt leider ein Logok, das gerade dieselbe Attacke wie ich einsetzen wollte, schon wieder dieselbe Attacke wie ich einsetzen wollte, setzt nämlich gerade die ganze Zeit dieselben Attacken ein. Deswegen kommt auch niemand vorwärts. Ich nehme zurück. Das war dumm von mir wieder. Ja, jetzt durch Hauptsache, der schon schlägt mit seinem Konter mein Konter. Wir stellen uns gerade beide irgendwie grenzenlos blöd an. So. Ja, jetzt hat er mich erwischt, das war mir aber irgendwie... Ja, ich mag das nicht, gegen mich selber zu kämpfen, wenn wir dann dieselben Attacken haben. Das ist irgendwie total dumm. So, Victini. Was war das für ein Angriff? Aber egal. Denn ich bin gerade vorn. Und pack ihn. Vielleicht schaffen wir es ohne Limit, aber ich glaube nicht. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich mein Limit aktivieren muss. Bin ich mir eigentlich da relativ sicher, wobei. Komm, ohne Limit. Komm schon. Limit. Scheißegal, Limit. Was? Warum hat mein Limitschlag jetzt schon wieder... Warum wurde mein scheiß Limitschlag abgebrochen? Also, ich weiß nicht, in den letzten Parts, die Helfer-Pokémon verschwinden. Die Attacken werden wie aus dem Nichts abgebrochen für nichts und wieder nichts. Ich weiß nicht, was zurzeit los ist. Man will mich komplett verarschen hier. Warum? Erklärt mir, warum wurde jetzt mein Dingsschlag abgebrochen? Das hat gar nichts gemacht. Also, ich erwarte normalerweise, dass so ein Limitschlag auch mal irgendwo durchgeht. Jetzt habe ich wieder verloren. Jetzt kriege ich wieder. Kommen so nicht vorwärts, wir brauchen 100.000 Parts. Ach, wieder 8 Plätze, 5 Plätze, 8 Plätze, 9 Plätze, was ist das denn? Mensch, mal wieder 16, 17, 18 Plätze aufsteigen, wäre mal wieder schön. Boah, Alter. Viermal gewonnen und wieder den 5. verloren für nichts und wieder nichts, weil wieder die Attacken abgebrochen werden für nichts. Ach komm, nee, komm. Ich hab keinen Bock auf sowas. Die Helfer-Pokémon verschwinden, die Attacken werden für nichts abgebrochen. Ist doch scheiße sowas.